Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zurück, nachdem wir Link geholt haben. Über Link habe ich mich wirklich sehr gefreut. Geht es nun weiter? Wir schauen aber mal ganz kurz, was hier abgeht. In unserem Abenteuer natürlich in Smash! Stern der irrenden Lichter. Bis jetzt gefällt mir der Modi auf jeden Fall, ja. Manchmal gibt es Gegner, bei denen man richtig Rage, also wirklich Rage-Gefahr gibt es hier oder Rage-Potenzial. Aber ich finde es gut, es gehört zu solchen Spielen dazu. Ich finde es gut, wenn man mal hier und da Schwierigkeiten hat. Sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, wenn man so solo, oder wenn man, was heißt solo, sondern wenn man easy durchrennen könnte, sag ich mal. Anyway, kann ich die auch von hier aus abholen? Ja, kann ich. Gucken wir mal, was die hier gebracht haben. Und Freunde, was habt ihr mitnehmen können? Zeig mir. Oh, her mit den Geisterpunkten. Ich habe, by the way, auch vorhin beim Einloggen einen Pikachu-Geist bekommen, weil ich Pokémon Let's Go Pikachu gespielt habe. Und zwar, lass mal das ganz kurz abchecken. Es war aber ein Subgeist. Wenn mich alles täuscht. Schauen wir einfach mal ganz kurz rein. Pikachu Geist, where it is? Hier it is. Seht ihr Pikachu Geist? Erhöht bei Blutbuster Schaden leicht. Okay, leicht anders und Lauftempo. Okay, alles klar. Partnerpokémon Pikachu. Ja, fürs ja. GG. Also, sie haben es nett ausgedrückt, dass ich Pokémon Let's Go Pikachu gespielt habe. Im Endeffekt gekauft habe, ne? Anyway. Und zwar. Oh, wo sind wir? Oh, was? Guck mal, für mich sieht es so aus, ja, wir sind ja schon ein bisschen weit, aber dann denke ich, direkt über mir rechts, da ist auch noch ein bisschen was, mein Freund. Jedenfalls, lass uns mal oben zu den, zum Rauch, dort, wo es rauchig ist, oder nebelig, hingehen und gucken, was da abgeht. Da ist nämlich noch jemand, den wir befreien können. Lilina! Lilina. Ich will aber, wir wollen mit Link spielen. Ja, mit Link auf Link habe ich übertrieben Bock. Also ist gut. Machen wir das mal. Ich will Toon Link. Ah, ich hoffe, wir könnten demnächst Toon Link freischalten, weil Toon Link finde ich wirklich sehr geil. Toon Link. Young Link ist auch brutal, wirklich. Aber mit Toon Link habe ich oft gespielt damals auf der Wii. Und mit Toon Link. Mit Toon Link, der ist so richtig schnell unterwegs. Macht im Umkehrschluss weniger, ich glaube, der hat weniger Durchschlagskraft oder Angriffskraft als ein Young Link oder diesen Link hier. Aber der ist halt übertrieben schnell und wenn du mit den links rechts eskalierst. Ich fand ihn ganz gut zum Spielen, sag ich einfach mal. Deswegen habe ich richtig Bock auf Toon Link und will schauen, ob es viel an ihm geändert hat oder nicht. Gewonnen. Samus-Bombe. Ist eine Bombe? Bitte. Okay. Warte, wo war jetzt dieser Kleine? Ah, da oben. Ah, genau, okay, nice, da gehen wir hin. Boah, hier haben wir aber gar nicht abgefragt. Egal, was soll's. Oh, machen wir langsam, ey, Link. Alles gut. Teddy! Olle! Oh, den haben wir aber schon. Teddy haben wir doch schon, unser Boy. Unser Boy Teddy. Little Mac! Ja, schon bereit. Oh, der hat einen Katana. Link aus Breath of the Wild, der sieht übertrieben geil aus, finde ich. Die haben den echt gut gemacht, schön gemacht. Naja. Oh. Was geht hier? Oh. Zu dem kommen wir. Bitte? Was ist denn los hier? Okay. Anne! Anne Mona! Yuriko Kusuko Brevri! Okay. Okay.
Der Gegner jagt nach Items. Stones. Was ist hier? Willst du Items? Hier hast du einen Boomerang. Kriegst einen Pfeil. Oh lol. Oh. Hey. Was ist für ein Pilz? Was? Lol. Mir ist gerade was eingefallen, in den Kommentaren habe ich gelesen, danke dafür an euch natürlich. Wisst ihr noch, als ich nach einem Geist geschaut habe, der dafür gesorgt hat, dass sie Schutz gegen Gift haben? Es gibt zweierlei Giftgeister, die Schutz bieten. Einer, der dich quasi, ja weiß nicht, der dich komplett immun gegen Gift macht und die anderen geben dir eine Resistenz. Und in dem Part hatten wir einfach schon einen Geist, der mich immun gegen Gift macht. Ich habe den die ganze Zeit nur geskippt, ich habe den total übersehen. Ich war sogar drauf und habe gelesen, was sie drauf hat. Sie war sogar empfohlen. Ich habe es nur total nicht gerafft. Heißt, wir gehen mal nachher dahin zu der Stage mit dem Gift. Oh, jetzt komm mal her. Ah. Keiner weiß. Eis und Schadenswert. Zumindest da noch nicht. Ja, bla bla. Moritz! Oh, du bist mir aber einer, Moritz. Moritz! Melinda! Haben wir bis jetzt einen Echo-Kämpfer befreit? Ich glaube nicht, oder? Kann man überhaupt Echo-Kämpfer befreien? Weil Melinda ist doch ein Echo-Kämpfer eigentlich, oder? Was? Sie hat mein Item. Sie hat mein Item geklaut. Was vergab dich? Oh, was? Wer ist jetzt hier? Das frage ich mich. Ich komme auf niemanden eigentlich, der hier vielleicht passen würde zur Location. Schauen wir mal. Und? Lol, die Schwertkämpfer. Okay, voll random. Die Schwertkämpfer muss dann auch noch alle anderen befreien. Die nahe Boxkämpfer oder was auch immer es gibt. Könnte sein. Oh! Was? Dieser Schwertkämpfer. Oh, mit dem Ultra-Instinkt. Junge, jetzt kommen wir langsam raus mit dir. Ah. Ja, wenn er mit links steht, dann tut sein Schild sowas blocken. Das finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Krass, der war schon ein bisschen nervig.
Aber wir haben die Schwertkämpfe mit, jawohl. Ja, okay, na, so hype war der jetzt nicht. So hype war dieser Schwertkämpfe jetzt nicht. Was soll's. Ich frag mich halt legit. Du musst da irgendwie durchkommst. Hä? Wir müssen vor allem mal einfach mal dahin. Bevor wir das aber machen, lass mal. Oh lol, wir haben die Schatzkiste da gar nicht geöffnet. Bevor wir das machen, lasst uns mal auf jeden Fall, wie gesagt, die Stage mit dem Gift machen. Le Gift. Was mit euch? Schauen wir mal. Oh, was für eine gechillte. Diese Bewohner. Diese Bewohner, die ticken komplett. Nein. Warum ticken die Bewohner immer so aus? Ich verstehe das nicht. In Kämpfen lernen. Die Amiibo-Kämpfer. Amiibo. Schon interessant mit denen auf jeden Fall, mit der künstlichen Fähigkeit. Intelligenz. Lass mal einen Pfeil in Ruhe, Junge. Der geilt ja nach allem. Hier. Das ist meine Bombe. Was macht der da hinten? Was macht der da hinten? Was geht? Warum ticken die so? Guck mal, wie die ticken. Was macht er da oben? Oh mein Gott. Was? Gewonnen. So, was sag, ist auch ein Dojo. Ist es ein Dojo? Ist das ein Dojo? BD. Ah, würde. Nee, kann man auch einkaufen. Okay, jetzt. Wegen der Gift Stage. Legit, ich war einfach auf dem Geist und hab's einfach so überflogen. Kommen wir noch ein bisschen. Die war doch. Wo war die? Ah, da. Da war sie. Mau. Sonic Link. Jetzt. Giftalarm. So, jetzt müssen wir das Ganze mal anpassen. Und zwar folgendes, welches aus. Ich würde es geil finden, wenn einfach die empfohlenen Items. Hä? Die wird aber auch empfohlen. Oder, die hatten wir empfohlen. Ah, die war Giftresistenz, aber da war jemand, was mich immun gemacht hat gegen Gift. Macht immun gegen Gift hier Giftschutz. Ich war auch auf die und dachte mir, ja. Ich dachte mir, das ist irgendwie gleich so. Ich habe einfach nur Gift gelesen und. Ich Idiot, ja. Danke für die Kommentare da auf jeden Fall. Ich habe es total überflogen. Aber das hat jetzt. Ah, ich glaube, für sowas ist mit Kraftpunkten ist FFM-Bowser gar nicht mal so schlecht. Weil die tickt hier nämlich auch komplett aus wieder. Was? Oh! Verarsch mich doch nicht. Oh mein Gott! Niederlage fortsetzen. Wähle deinen
Sirius und Samus, keiner kennt. Also, was heißt keiner kennt die? Natürlich kennt man sie, aber keiner weiß, wie nervig die ist. Heute geschlossen. Alter. Warum ist sie so nervig? Ah, die. Halt auf. Was? 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 Das ist ja mal richtig unfair jetzt. Das ist ja richtig unfair. Ey, Mate. Sollen die verrecken gehen, oder was? Fand ich auch so mit so einem Käse. Ja, kann ich auch wirklich sagen. Idee. Guck mal, wie viel Leben die hat. Meine Hände haben gezittert wie noch was. 0,3 Kraftpunkte, nachdem ich hatte 8,3. Hände haben gezittert. Jetzt haben wir die. Oh, was? Legend! Das ist ein Legendary Geist. Gut, einen grünen hatten wir nicht. Ist gut. Oh mein Gott. Auf Level 1 schon 4000er Stats. Krass. Oh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh mein Gott, Wurfangriffe. Hoch ab. Leichtstärkegriff. Oh, Alter, geil. Let's go. Stärken wir das. Okay, 1078. Okay, okay. Ist gut, vertraue. Nice, okay, sehr schön. Okay, sehr gut, war ein guter grüner Geist. Wahrscheinlich habe ich vielleicht habe ich auch einen guten grünen Geist, aber ist mir nicht aufgefallen. Anyway. Warte mal, da unten waren wir noch. Wieso hat sich das nicht aufgelöst, weil wir nicht alles geschafft haben, oder wie? Ah, da wo wir alles geschafft haben, ist ein Stern. Dr. Willi ist da, ja, der kann mich, Mann. Da gehen wir nicht hin. Der kann mich, Mann, da gehen wir nicht hin. Frage ist... Ja, geh, wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Wo sind wir stehen? Ah! Lol, wir brauchen immer noch einen Busfahrer. Geh, geh. Ah, wir können da hoch. Let's go, wir gehen da hoch. Eigentlich wäre es mal klüger, wenn wir langsam zum blauen Schalter da gehen. Egal. Ja, ich bin bereit. Oh. Oh. Oh, hier geschossen. Ice Climbers. Wie verschickt die sind. Wie verschickt die sind per Post. Hahaha. Lachwitz, welcome. So, was geht hier ab? Oh. Einiges. Oh. Oh. Eskalation, wir können sogar beides nutzen. Aber wo kommen wir hin? Lol, wo sind wir? Ah. Okay. Huh. Oh.
Oh, wir können den Kämpfer auch freischalten. Den würde ich mal gerne freischalten. Mich interessiert nämlich, wer das ist. Kautix. Ha. Wer ist hier? Bide. Fels Mario. Wie nett. Ah, wo ist jetzt unsere, die Vegeta? Nicht zuletzt verwendet. Hier, Power. Wir brauchen Power. Oh, sieht doch schon mal sehr son aus. Tini drauf. Fight drauf, einfach so spontan. Mal, let's go. 12,9. Knapp 13k, sehr schön. Metallverwaltung für Gegner. Ah, ich weiß, was sie macht. Genau, das wird sie ganz jetzt werden. Ja, ja. Nein! Wow. Wow. Raus mit dir. Was gibt's hier? Oh, okay, nice. Ah! Ah, ich kann nur runter. Ich kann nicht hoch. Also macht Sinn, weil es ja vereist ist. Wir müssen von oben rein. Ja, okay, komm, wir gehen zurück. Schade. Okay. Au! Eigentlich wäre es klüger, wenn wir mal den blauen Schalter da rechts betätigen, also auf dem Feld, wo wir gerade waren, aber sei es drum. Nein, einfach irgendwie links, rechts, kreuz und quer, spontan weiter. Akari Hayami. Oh. Oh. Valor. Hochgebatcht. Akari Hayami. Ikuzo. Ja, ikuzo. Oh, Absol! Der Gegner startet mit der Todessense. Die Sense! Rosé. Oh, Wolf. Playtime is over. Der ist cool, der ist richtig cool. So, ihr merkt schon, ne, so die Star Fox, die guten Charaktere, die jucken mich null. So Fox, einer hat auch gesagt, was, der hat Fox eingeschaltet und hat ihn nicht gespielt. Also im Sinne von so RIP. Und Falco finde ich schon eher cool, weil er einfach cool aussieht. Aber Wolf, typisch so Villain wieder, den mag ich auf jeden Fall, weil es einfach Villain ist. So, das ist krank. Ist so voll auf bei mir. Naja, was soll's. Kondo! Ra! Ridley! Ridley gibt's ja auch noch! Auf Ridley, den würde ich mal übertrieben gerne testen. Den haben sich auch so viele gewünscht. Okay, ich weiß nicht, warum sich so viele den gewünscht haben. Spaß. So, let's go. Sorry. Oh, der Weg ist völlig vereist, du würdest bloß ausgestochen hinfahren. Nein. 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 Nein, komm, lass mich da schon runterrutschen. Hier okay, runter geht's nicht aus, Mami. Okay. Breakthrough Ice, lol. Ja, GG, Freunde, wir brauchen wahrscheinlich auch irgendeinen Geist. Dann lass uns ab hier mal Schuss machen. Das ist doch ein guter Punkt, wo wir Schuss machen können. Yeah. Dann müssen wir. Weißt du was? Dann gehen wir mal hier hin, holen die Geister. Vielleicht hilft dann irgendein Geist, dass sie da runterrutschen können. Aber wir bewegen uns dann im nächsten Part, nämlich zum Schalterino. Wo ist der Schalter? Hier am Ende der Welt. Okay, das ist ein Plan, denke ich. Daran werden wir uns aber auch halten, okay?
Also Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.